13. Aspekt weiblichen Seins. Die wilde Frau. Ich vollende. Ihr Tier ist die Sau. Sie gibt dir die Unbezähmbarkeit. Auf dem Meer der Ewigkeit fährt ein heruntergekommenes Schiff herum, das von einer sehr alten Piratin gesteuert wird. Sie ist kein schöner Anblick und riecht auch nicht gut. Und so soll es auch sein. Sie ist die freie Radikale, die Spielverderberin, die unsymmetrische, die unbezähmbare, eine Störenfrieder, die wilde Frau. Sie ist nicht nett, nicht nachsichtig. Du kannst sie nicht bezaubern, nicht beschwatzen. Sie nennt Schwächen schwach und Stärken selbstverständlich. Sie ist nicht imstande, es irgendeiner leicht zu machen. Die wilde Frau ist die 13. Fee. Sie ist die dicke Frau ohne Gesicht, die sogenannte Venus von Willendorf, aber auch Ixchel, die stolze Königin der Nacht, ebenso wie Sepele ist, der ausbrechende Vulkan, Hekate, die Hüterin der unterirdischen Quellen, oder Baba Yaga mit ihren hinterlistigen Fragen. Sie ist die alte Indianerin mit dem Sack voller Knochen, Tochter der Finsternis, mit Blut beschmiert und Feuer spuckend. Sie kann Öl ins Feuer gießen und hat eine Neigung, Unruhe zu stiften, die alles in Bewegung setzt. Sie ist das Chaos, die Finsternis, die Frau, wie die Definition des Pythagoras für das weibliche Prinzip lautete. Die wilde Frau ist der Punkt im Kreis. Daher ist ihre Bewegung konzentriert, ruhend, sich durch Potenzierung ausdehnend. Sie ist es, die die Karten des Lebens immer wieder neu mischt und austeilt. Sie entert den Bereich jeder anderen Frau und belebt ihn mit ihrer unberechenbaren Unbezähmbarkeit. Die wilde Frau kann viel für dich tun, auch wenn es keine transformatorischen Kräfte sind, mit denen sie dir in die Veränderung hilft. Sie ist Moira, das Schicksal, der mythische Hintergrund, die jedem Aspekt weiblichen Seins aus ihrem Zentrum heraus etwas zufallen lässt, diese gewissen unabsehbaren Folgen, die am Ende ganz folgerichtig sind. Moira, die alte und heilige Gestalt. Die wilde Frau hat große Bedeutung für uns, denn sie tritt immer dann als hilfreicher Aspekt auf, wenn die patriarchale Anpassung die Grenze des Erträglichen erreicht hat. Wir alle brauchen ungefähr 20 bis 30 Jahre, um die Gesetze unserer Gesellschaft zu verstehen und zu verinnerlichen. Und den Rest des Lebens benötigen wir, um wieder zu verwildern. Seit ich vor Jahren Die wilde Frau geschrieben habe, wollen Frauen von mir wissen, wie sie denn nun wirklich ist, die wilde Frau. Sie fragen nach den Gesetzen der Furien und gehen davon aus, dass es sich um hitzige, laute, wenig freundliche Kräfte handelt. Das ist, glaube ich, ganz anders. Das Unbezähmbare in uns kann auch die Anmut einer Gazelle haben. Oder lustig und fast ein wenig harmlos, wie der Anblick eines Igels sein. Ich habe ihr als begleitendes Tier die Sau zugeordnet, um deutlich zu machen, dass es sich zwar um eine Kraft der Unbezähmbarkeit handelt, dass aber diese Kraft auch freundlich, lustig, anmutig und zu Zeiten auch ganz still sein kann.